Wir haben hier die zwei Patura-Fang- und Behandlungsstände für Schafe nebeneinander aufgebaut. Beide sind im Endeffekt geeignet zum Fangen und Fixieren von Schafen. Gehen wir zuerst auf die Wendebox ein. Die Wendebox macht, wie das Wort wenden schon sagt, lässt sie die Schafe leicht wenden. Das heißt, das Schaf geht hinten in den Stand rein und dann wird das Schaf um die eigene Achse gedreht. Der Schaffang- und Behandlungsstand ist im Endeffekt ähnlich aufgebaut. Das Tier betritt von hinten den Stand. Der größte Unterschied liegt darin, dass das Schaf am Hals fixiert wird, bevor es gewendet wird. Das heißt, das Schaf liegt deutlich besser fixiert in der Box und nach dem Wendevorgang ist die Zugänglichkeit zum Schaf deutlich besser im Vergleich zur Wendebox. Klauenpflege ist genauso gut möglich wie bei der Wendebox, allerdings ist auch der Kopfbereich und der hintere Bereich, also der Schwanzbereich, sehr gut zugänglich. Es ist sogar möglich, auf die andere Seite vom Schaf zu gehen. Man kann zum Beispiel zu zweit die Klauenpflege durchführen. Für den Komfort, für den Schäfer ist es im Endeffekt relativ gleich. Das Schaf liegt in beiden Ständen auf einer relativ angenehmen Höhe. Vielleicht ist der Stress für das Tier in der Wendebox ein bisschen geringer, dadurch, dass die Halsfixierung entfällt. Umgedreht ist natürlich die Zugänglichkeit zum Schaf bei dem Schaffang und Behandlungsstand deutlich besser. Die Grundempfehlung ist also, wenn jemand Arbeiten durchführt von der Klauenpflege über alle Behandlungsmaßnahmen, über alle Kontrollarbeiten, gilt die klare Empfehlung der Schaffang- und Behandlungsanlage. Während, wenn es rein um die Klauenpflege geht, hier die Schafwendebox Vorteile hat. Das heißt, das Schaf wird nicht komplett fixiert. Das heißt, es betritt leicht den Stand über die hintere Tür. Die beiden Seiten werden beigeklemmt, die Rückenauflage geht nach unten und das Schaf wird um die eigene Achse gedreht. Klauen sind optimal zugänglich, während alle anderen Partien vom Tier eher wenig gut erreichbar sind. Ein zweiter großer Vorteil der Wendebox besteht darin, dass sie sich deutlich besser auf unterschiedliche Tierarten anpassen lässt, auch auf unterschiedliche Tiergrößen. Durch die beiden Verstellbereiche an der Seite ist es möglich, große, kleine Tiere inklusive dem Bock während dem gleichen Arbeitsdurchgang zu behandeln. Geht mal los. Na los. Ja, mein Name ist Jens Kart und ich habe hier 500 Mutterschafe der Rasse Schwarzköpfige Fleischschaf. Hier in der Uckermark schon meine Vorgänger, meine Großeltern und Eltern haben hier Schafe gehalten. Im Vergleich zu meinen Vorfahren muss ich sagen, ist die Anforderung, also das Arbeitsmaß um ein deutlich gestiegen. Und da bin ich froh, dass ich hier einen Behandlungsstand von Patura habe, um mir die Arbeit gerade bei den Tieren und Klauen schneiden einfacher machen zu können. Mal Kopf, 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 na komm, mal Kopf. Ist ja gut, genau, komm mal hin. Ist ruhig. So, ja. Ist ja gut. Ganz friedlich. Mal ein bisschen redet mit den Tieren. Man kann sie nicht ganz beruhigen, aber einen Augenblick ablenken. Und in diesem Augenblick ist man, wenn die Klauen nicht extrem hart oder lang sind und das Messer gut durchgeht, nicht ganz stumpf, ist man ruckzuck fertig. Und dann gibt es noch eine kleine Wurmkur hinterher. Guck mal, war doch alles. Ist doch nicht so schlimm. Guck mal, das dauert doch keine Minute hier. Ich kann mich dabei. Na komm, geh weiter. So, der nächste. Dankeschön. Ja, der Vorteil von dem Behandlungsstand hier von Patura, wir haben ihn natürlich schon seit ein paar Jahren,
ist einfach, dass sowohl für Mensch und für Tier es doch ein viel stressfreieres Arbeiten ist. Also der Aufwand, das Tier dort zu behandeln, ist körperlich nicht so anstrengend, wie wir das früher praktiziert haben. Denn die Tiere werden automatisch durch die Anlage an meinen Arbeitsplatz geführt. Und wenn man da den ganzen Tag auch gearbeitet hat, ist man abends nicht so im Rücken oder mit seinen Kräften am Ende. Wie jetzt, natürlich kostet der Stand auch ein bisschen Geld, aber das ist eine Investition, die ich ja in meine Gesundheit, aber auch in das Wohlsein der Tiere investiere. Diese Behandlungsbox ist von der Arbeitshöhe sehr angenehm, weil man steht gerade im Rücken. Ist ein angenehmes Schneiden, ist natürlich wieder eine andere, etwas andere Position, nicht unangenehm. Der Vorteil ist hier vielleicht bei der, dass das Schaf kann hier nicht groß aushauen. Ne? Das wird sehr stark fixiert und da besteht nicht die Gefahr, dass ich hier und da vom Schaf noch irgendwo geschlagen werde. Oh ja, ganz ruhig. Ist vielleicht aber dafür, sind die Klauen aber gut zu erreichen und ich kann mich dabei eigentlich kaum selber verletzen oder muss da auch nicht viel Kraft investieren, enthalten, weil sie, man sieht ja hier, sie können zwar ein bisschen schlagen, aber nicht so weit ausholen, dass sie mich dabei verletzen können. Wie immer so. Ja. Ja, ihr zur Wendebox muss ich sagen, das lässt sich gut mitarbeiten. Das Schaf wird vernünftig fixiert. Hat vielleicht, ist eingeschränkt doch mehr, dass man da überwiegend Klauen schneidet. Also andere Tierbehandlungen sind da auch möglich, aber nicht ganz so einfach wie an dem anderen Fahrradbehandlungsstand. Aber da muss jeder Schäfer selber gucken, ausprobieren, was ihm da besser gefällt. Also, da kann man nicht sagen, das ist besser, das ist schlechter. Also das hat überall Vor- und Nachteile. Aber auf jeden Fall ist es eine körperliche Erleichterung beim Klauenschneiden. Und denke, dadurch wird man auch produktiver und mittel- und langfristig rechnet sich solche Sache, weil man ja sich selber seine Arbeitskraft schont. Und irgendwo kann man mit solchen Techniken auch junge Leute eher motivieren, diesen Beruf irgendwo weiterzuführen, als ständig da nur drauf rumzuschimpfen, dass der Berufsstand irgendwo ausstirbt.